Seid gegrüßt, wie kann ich eure Leiden lindern? Seid gegrüßt, ihr Bruderklasse. Ich brauche einen Heiler. Ist Schwester Kalina zu sprechen? Ja. Ja, einverstanden. Was verkauft ihr? Also eigentlich auch nur die üblichen Sachen. Also einfache Heiltränke und so. Und natürlich die Standardzauber. Gewiss. Wobei das Rasten hätte es eigentlich auch getan. Gewiss. Aber gut. So. Dann wollten wir zum Schmied. Verstanden. Und gucken, was er so an magischen Rüstungen hat. Er hat mittlerweile sehr viele Kurzbögen. Bastardschwert habe ich schon was Besseres. Plattenpanzer plus 1. Helm des treuen Verteidigers. Rüstungsklasse. Der wäre was. Der Riesenmörder. Gegen Riesen. Speer aus weichem Eschenholz. Der gebende Stern. Trolltöter ist ein Bastardschwert, was aber. Nicht von dir verwendet werden kann? Ach nee, wir haben nicht genug das Geld für das. Das ist ein Langschwert, das ist, ja, das ist ein Bastardschwert, das ist ein Zweihänder. Liebe der schwarzen Bess ist ein Streitkolben. Höhlenpick, Eron's Stecken. Ja, also teure Sachen. Ich kaufe erstmal den Helm des Verteidigers. Du trägst einen sehr komischen Plattenpanzer. Wie auch immer. Das ist ein normaler Helm. Einfach nur. Hey, von wem kann der verwendet werden? Bade mag kann nicht verwendet werden von Bade. Hä? Hey? Okay, ich kann diesen Helm wieder verkaufen. Denn da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Der Plattenpanzer bringt mir nichts. Die Waffen bringen mir jetzt auch nicht so wirklich was. Das wäre halt ein geiles Teil, Radieschen. Diese Armbrust erhielt Namen dafür, dass ihre Opfer sich umgehend die Radieschen von unten betrachten konnten und wurde von dem berüchtigten Magiermörder Vikalet Falkenauge verwendet.
Ja. Oh, wenn wir schon mal hier sind, Bolzen. Hast du auch bessere Bolzen? Ernsthaft, können wir bei dir erstklassiges Kurzschwert, wenn dann sind sie weiter oben. Stimmt allerdings. Nee, sieht nur so aus, als ob hier Standardzeug wäre, aber gib mal aus dem Munitionsbehälter die hier weg. Die hier können weg. Säure- und Feuerpfeile behalten wir mal. Die normalen Pfeile könnten wir mal wegwerfen. Die hier können weg. Versetzungspfeile können erst recht weg. So, und da ist hier nicht mehr viel gut. Aber ja. Zehn. 10. So. Habe ich die jetzt direkt hier reingepackt? Ja, habe ich. Wie viel hast du noch? 40 und du? Okay. Gut, das heißt, tu mal... Na, ein bisschen mehr. Ich kann 80 in ein Stack. Warum auch immer ich die Angewohnheit habe, von links nach rechts zu füllen, von rechts nach links macht es ein bisschen mehr Sinn. So, und mehr kann ich jetzt hier nicht tun. Wie kann ich in Ordnung? In Ordnung! Ja, ein bisschen Geld rausgeschmissen. Macht nichts. Wir haben noch genug vor uns, um andere schöne Sachen zu finden. So, jetzt gehe ich aber wirklich nochmal zurück ins Drachenauge, um diese Truhe aufzumachen. Vielleicht reicht das, was ich... Also ja, da unten ist die abgetrennte Hand, ganz im Tal. Weiter! Gewiss. So. In Ordnung. Gut, dann hier runter.
In Ordnung. Dann reise ich aber von hier aus dann direkt zur abgetrennten Hand rüber. Die übrigens auch aussieht wie eine Hand. Also das Ding hier so eine Hand darstellen. Und irgendwer meinte, er könnte direkt über den kochenden Fluss laufen. Also so können wir nochmal uns die die einzelnen Ebenen des Dungeons ein bisschen in uns aufnehmen. Bei den Aufbau der Dungeon-Szenen fand ich in Icewind Dale schon immer ganz schön. Die Gegner da drin sind manchmal recht nervig. Genauso den Aufbau hier, richtig. Man merkt den Unterschied zu den anderen drei Ebenen, wo wir jetzt durch sind, alles so raue Höhlen und hier jetzt ein richtiges Tempelgelände. Also richtig mit so Becken und Götzen und Feuerschalen und roten Teppichen allem. So. Machen wir folgendes. Du ziehst hier an. Ich höre. Und waste mal durch. Ist das alles? Dann können wir auch das löschen. Wir könnten sogar die Waymarks, die das Spiel automatisch für uns setzt, löschen. Oder ihre Farbe ändern. Was? So soll es geschehen. Okay. Und es hat schon gereicht, dass wir den Gürtel tragen. Sehr schön. So, und dann einmal wieder zurück wasten. Jo. Dein Befehl. In Ordnung. Gewiss. So, jetzt wieder hier raus. Ich find's lustig, wie sie das hier als direkt ist eigentlich auch der direkteste Weg, weil sonst müssten wir hier unten rum drum. Gut. So, hier natürlich die Höhlen. Vorwärts! Aber überall Schlangenstatuen.
Jedenfalls hier ein paar. Das war auch der Grund, warum ich ihr als Erzfeind Yuan-Ti gegeben habe.